Russland hat die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Trümmer einer russischen Angriffsdrohne schlugen in einem Dorf am Rande von Lviv in der Westukraine ein, nachdem die Drohne von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen wurde. Durch die herabfallenden Trümmerteile gerieten 4 Lastwagen in Brand. Diese konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes wurde niemand verletzt. Die Einwohner von Lviv trauern um die 7 Menschen, die am Mittwoch bei einem russischen Angriff getötet wurden. Unterdessen veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Filmaufnahmen, die zeigen sollen, wie russische Artillerie ukrainische Armeeeinheiten im Grenzgebiet der russischen Region Kursk beschießt. Die Ukraine hat ihre Überraschungsoffensive in Kursk am 16. August gestartet und erklärt, sie sei Teil einer Strategie zur Verlangsamung des russischen Vormarschs auf die Stadt Pokrovsk in der ostukrainischen Region Donetsk.